Kurznachrichten. Rocken wir in eine neue kleine Audiodatei mit einem Titel von Hartmut König. Schau her, das Lied von der friedlichen Welt. Schau her, so wär die Welt, wenn Frieden wär. Schau her, so wär die Welt, wenn Frieden wär. Aufgezeichnet ist das Interview mit Hartmut König. Erste Auszüge am Wochenende hier in der kleinen Audiodatei. Für den Frieden wirbt auch unser Kollege Bernd Brecht seine Friedenssinfonia. Jetzt veröffentlicht er einen Aufruf an die Künstler. Sie mögen sich bekennen. An Hartmut König muss er diesen Aufruf nicht richten. Er bekannte sich ein Leben lang. Ein Gespenst geht in Europa. Das Gespenst des Kommunismus, sagen Marx und Engels. Aber Kommunismus gab es noch nie. Das Gespenst wabert unerledigt über den Exerzierplätzen aller heutigen Mächte. Es hätte eine Chance auf reale Gestalt verdient. Denn so, wie die Welt ist, kann sie nicht bleiben. Aus einem vor 4 Jahren veröffentlichten Titel Warten wir die Zukunft ab. Das war auch der Titel seiner Autobiografie. Auf der dazu erschienenen CD Russisches Sing Soldat Sing. Sing Soldat Sing, bist vom Marschieren müd. Sing Soldat, sing, ruh aus in diesem Lied. Streichle das vertraute Gras, schließ die Augen, träume was, was dein Herz nach Hause zieht. Von Hartmut König gleich die Kolumne Amerika zuerst zurück ins Glied. Aber zuvor der Friedensaufruf unseres Kollegen Bernd Brecht. Der nächste Konflikt, die Situation in der Ukraine, wie ich leider befürchtet hatte, ist tatsächlich eingetreten. Und nun ist quasi die Kosmos-Friedenssinfonia, die ich nenne, Wer seid ihr, aktueller denn je. Es geht eigentlich darum, gegen jegliche Art von Krieg sich zu positionieren. Und Brecht hat immer wieder gesagt, stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ich möchte es umdrehen und sage, stellt euch vor, es ist Frieden und keiner geht hin. Heute wird Krieg und Frieden anders dargestellt. Man beginnt mit Leopardpanzern und die Spirale steigert sich und steigert sich. Und keiner, nicht einer oder ein ganz kleiner Teil begreift, dass das der falsche Weg ist. Denn gleich und gleich würde keinen Krieg anfangen. Und es ist einfach wichtig und dafür ist meine Friedenssinfonia nur ein kleiner Teil. Ich bin überzeugter Humanist und Pazifist und bin gegen jegliche Art von Krieg. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit und dafür ist meine Friedenssinfonia mein persönlicher Beitrag dafür, endlich Schluss zu machen mit der Doppelmoral in dieser auch Kunst und Gesellschaft. Und ich fordere jeden, der sich Künstler nennt, richtig zu positionieren und seine Meinung zu sagen und nicht zu schweigen, Herr Grönemeyer, Herr Westernhagen, Herr Niedigen, bezieht endlich Position, wir dürfen nicht mehr länger schweigen. Das sage ich als einfacher Mensch und als kreativer Künstler, Avantgarde-Künstler, ich nenne mich Kunstkosmonaut, Bernd Brecht. Amerika zuerst zurück ins Glied. Europa emanzipiert in einer multipolaren Welt. Eine Kolumne von Hartmut König. Was für ein Paradoxon.
Einpeitscher des Kalten Krieges wie George F. Kennan haben eindringlich vor der NATO-Osterweiterung hin zu den russischen Grenzen gewarnt. Das war nüchternes Kalkül, erlernt in Zeiten harscher Konfrontation der Weltlage, manchmal vor Abgründen der menschlichen Zivilisation. Die Grüne Partei hingegen, die einst Schwerter zu Pflugscharen schmieden wollte, hat heute eine bellizistisch eifernde Führung am Hals, der man ein Fünkchen dieser Weisheit wünschte. Leider spricht nichts dafür, dass solche Vernunft sie heimsuchen und ihre Lust bändigen könnte, dem Ampelgalopp ins Verderben die Sporen zu geben. Die Wesensveränderung der Grünen ist ein tragischer Spezialfall innerhalb der großen politischen und weltwirtschaftlichen Katastrophe, schreibt Antje Vollmer. Was wäre dringlich, damit es trotz der Fehlbesetzungen am deutschen Staatsruder für die Zukunft etwas aufzuräumen gibt? Volk müsste von den Regierenden einfordern, dass die kriegsverlängernden Waffenlieferungen an die ukrainische Front gestoppt werden und, so schwer es nach dem NATO-Befehl, den der Ungekämmte aus London in Kiew überbracht hat, auch sein mag, ein Frieden verhandelt wird, der den Sicherheitsbedürfnissen der beteiligten Nationen gerecht wird. Volkes Wille müsste eine faire Neugestaltung der europäischen und internationalen Sicherheitsarchitektur anmahnen. Dabei auch die Reinstallierung vernünftiger staatlicher und gegenseitig vorteilhafter ökonomischer Beziehungen zu Russland verlangen, deren Demontage den Menschen des europäischen Wertewestens viel Lebensqualität genommen und solvente Unternehmen in Überlebenskämpfe gestürzt hat. Effektive Sicherheitsgarantien würden die Verschwendung von gewaltigem Volksvermögen an aberwitzige Rüstungsprojekte obsolet machen. Das 100-Milliarden-Paket, das das Scholz-Kabinett den Rüstungskonzernen spendiert, könnte für dringliche Sozialaufgaben zur Rettung maroder Infrastruktur oder zur Besinnung auf verschnarchte Digitalisierungszwänge verwendet werden. Ökologische Ziele, die heute ideologischer Vernarrtheit weichen müssen, hätten wieder Priorität und adäquate Mittel. Da aber die Irrschritte Deutschlands wie des gesamten kollektiven Westens am US-amerikanischen Gängelband tappen, mehren sich Überlegungen für eine Entkoppelung des alten Kontinents vom überseeischen Eigennutz. Der Enkel von Charles de Gaulle wiederholt die alte Ermahnung des Generals, sich mit einer US-Herrschaft über Europa nicht abzufinden. Klaus von Donani schreibt in seinem jüngsten Buch unumwunden, dass die USA mit ihren nationalen Interessen die Entscheidungen unseres Kontinents dominieren. Oscar Lafontaine untertitelte seine jüngste Streitschrift Ami, It's Time to Go mit Plädoyer für die Selbstbehauptung Europas und fordert darin eine eigenständige europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik wie überhaupt ein Ende des Vasallentums am Hofe der USA. Anderenfalls führte Washingtons Bestreben, die einzige Weltmacht zu sein, unseren Kontinent permanent in militärisches Wettrüsten, Handelsverwerfungen und Stellvertreterkriege wie in der Ukraine. Amerika zuerst? Amerika zuerst zurück ins Glied, damit sein angemaßtes Weltgendarmentum aufhört und endlich gleichberechtigt eingereiht in die Riege der Nationen, wo jede vortritt, wenn ihre Ressourcen und Fähigkeiten für das globale Wohlergehen gefragt sind. Natürlich werden die Völker zu reifer Zeit die Eigentumsfrage lösen müssen, denn der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Jean Jaurès. Heute aber. An Abgründen muss Nida Rümelins Erkenntnis Vorrang haben. Eine ethisch fundierte Realpolitik sucht dort nach Möglichkeiten des Interessenausgleichs, wo die Konflikteskalation in kriegerische Auseinandersetzungen bis hin zum Nuklearkrieg führen kann. Es wächst das Brot uns nicht von allein. Und auch die Kriege hören nicht von selber auf. Das Friedenslied, geschrieben von Hartmut König. Für seine 2019 veröffentlichte CD hat er eine neue Strophe des wohl bekanntesten Titels Sag mir, wo du stehst, verfasst. Hier für Sie. Denk nicht, es reicht schon, die Nazis zu hassen. Ein bisschen Spucke tut denen nicht weh. Versperr ihnen Parlamente und Straßen. Und wo sie sich breit machen wollen, da steh. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Und welchen Weg du gehst. Und damit sind sicher nicht nur die Nazis bei uns gemeint, sondern auch die in anderen Ländern. Die,
die sich mit Symbolen schmücken, die aus der Geschichte nichts gelernt haben. Sag mir, wo du stehst. Dienstag, der 7. Februar 2023. Nach dem Beben in der Türkei und in Syrien ist die Zahl der Toten auf 4.200 gestiegen. US-Präsident Joe Biden hat mit seinem türkischen Kollegen Erdogan gesprochen und Unterstützung angekündigt, weitere Staaten wollen helfen. 12.752 Mitarbeiter und Freiwillige der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD sind mit 73 Flugzeugen aus Istanbul in die Erdbebenregion geschickt worden. Es wird befürchtet, dass mit fortschreitender Rettungsarbeiten die Opferzahl noch steigt. Das Beben der Stärke 7,8 überraschte die Menschen. Es folgten Nachbeben, eines mit einer Stärke von 7,6. Erschütterungen waren auch in Nachbarländern zu spüren, Libanon, Irak, Zypern, Israel. Der türkische Präsident sprach vom schwersten Beben seit 1939. Die Winterkälte verschärft die Situation. An einigen Orten schneite es. Zahlreiche Organisationen, Caritas, Rotes Kreuz, Diakonie, starteten Hilfsaufrufe. Die Türkei ist immer wieder von schweren Erdbeben betroffen. Hier grenzen zwei der größten Kontinentalplatten aneinander, die afrikanische und die eurasische. Der größte Teil der türkischen Bevölkerung lebt faktisch in ständiger Erdbebengefahr. Auch vor Istanbul wird in naher Zukunft ein großes Beben erwartet. Überall auf dem Planeten wurden Erschütterungen unterschiedlicher Stärke aufgezeichnet. Zwei Beben größer als Stärke 7, zwei Beben zwischen Stärke 6 und 7, 23 Beben zwischen 5 und 6, 160 Beben zwischen 4 und 5, 270 zwischen 3 und 4, 251 zwischen 2 und 3 und 223 unterhalb der Stufe 2. International, der Spiegel berichtete, in Mali muss ein Topfunktionär der Vereinten Nationen binnen 48 Stunden ausreisen. Es gibt einen Streit über russische Söldner. Diese sind bei der Bevölkerung im Land beliebt. Ebenfalls Quelle Spiegel, Peking hat eingeräumt, dass auch der Ballon über Lateinamerika aus der Volksrepublik stammt. China wird der Spionage beschuldigt. China erklärte, die Ballons dienen wissenschaftlichen Forschungen. Sie seien vom ursprünglichen Kurs abgewichen. Ob Wladimir Selenskyj bereits einen Unterwasserballon gefordert hat, ist mir nicht überliefert. Das Thema war aber auch für Ronny Poge interessant. Gestern Abend in Stralsund. Meine lieben Schlagerfreunde, bei minus einem Grad, welche sich in Bodennähe wie minus fünf anfühlten, waren wir mit unseren Mikrofonen unterwegs in der Hansestadt Stralsund. Hier referierte Ronny Poge. Wie immer der Beginn, was gibt's Neues? Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, China hat ja die USA angegriffen. Ja, ganz gefährliche Aktion mit einem Heliumballon in 30 Kilometer Höhe. Aber die Amis haben gewonnen, haben den mit einer Rakete runtergeholt. Ja. War nicht der erste Ballon, ich glaube es war der vierte. Ich weiß nicht, wo die Amis noch leben. Der Chinese hat so viele Satelliten im All, so viele Spionagesatelliten. Ja, da können die mittlerweile schon das Nummernschild beim Auto ablesen von oben. Als wenn er das nötig hat, mit einem Heliumballon da Spionage zu betreiben. Na gut, was gibt's noch Neues? Ja, Olaf Scholz war in Südamerika. Ja, hat da um Waffen und um Munition gebettelt. So ähnlich wie Habeck damals in Katar um Gas gebettelt hat. Ja, und sie haben ihn abblitzen lassen. Brasilien und Argentinien haben gesagt, nö. Ja, was hat der brasilianische Präsident gesagt? Er hat gesagt, wenn einer nicht will, dann können sich zwei nicht streiten. Waren Sie von der Haltung des brasilianischen Präsidenten überrascht? Ich wäre das nicht gewesen. Lula da Silva war eine treibende Kraft bei der BRICS. Haben Sie schon mal was von BRICS TV gehört? Ein Fernsehsender aus Russland sendend für die BRICS-Staaten. Ich will mich ja nicht aufdrängen, meine aber, wenn Olaf Scholz davon nichts gewusst hat, hat er falsche Berater. Berater, die vielleicht in einer fast sektenartigen westlichen Blase leben. Aber zurück auf den Olaf-Palme-Platz zu Stralsund. Ja, und die Kriegsspirale dreht sich. Ich hatte letzten Montag ja schon erwähnt, wann kommt die Wehrpflicht zurück in Deutschland? Die ist ja nur ausgesetzt. Man braucht die Aussetzung eigentlich nur wieder aussetzen. Und prompt ging auch gleich die Diskussion los. Ja, ist natürlich mit Aufwand verbunden, um das wieder einzuführen. Aber zumindest wird schon wieder darüber diskutiert. Ja, wie sieht's aus? Wie bereits im Zweiten Weltkrieg kämpfen jetzt wieder Ukrainer mit deutschen Waffen gegen Russland. Der ukrainische Volksheld Stepan Bandera kämpfte damals mit seinem Azov-Regiment
zusammen mit der deutschen Wehrmacht gegen die Sowjetunion? Warum liefert Deutschland jetzt wieder bereitwillig Waffen an die Ukraine? Im Februar 2014 empfing Frank-Walter Steinmeier, SPD, als damaliger Außenminister im offiziellen Rahmen den ukrainischen Neonazi Oleg Tjaknimbok, Vorsitzender der rechtsradikalen nationalistischen Swoboda-Partei, sowie den späteren Ministerpräsidenten der Ukraine, Arseni Yatsenyuk, der auf einer Demonstration zusammen mit Tjaknimbok den Hitlergruß zeigte. Tjaknimbok forderte 2004 seine Anhänger auf, im Sinne von Bandera gegen Russen, Deutsche, Judenschweine und sonstiges Gesindel zu kämpfen. Tja, der eine oder der andere mag jetzt etwas von Verschwörungstheorie keifen. Aber nein, Ronny Poge hat sich das nicht ausgedacht. Das erklärte ein anderer Politiker im Deutschen Bundestag 2014. Oleg Tjaknimbok hat Folgendes wörtlich erklärt. Ich zitiere jetzt. Das müssen Sie sich anhören, was er wirklich gesagt hat. Anführungsstriche. Schnappt euch die Gewehre. Bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Sicher erkannt Gregor Gysi. Ich würde ja wirklich gerne wissen, wer ihn wann vom Gegenteil überzeugt hat. Natürlich überzeugt hat. Ich habe selbst niemanden kennengelernt, der mich hier 100% überzeugen konnte. Wenn ich recherchierte, fand ich eher Belege, die mich von den hier von Gregor Gysi geäußerten Positionen überzeugten. Nicht glauben machten, überzeugten. Ich habe ja eine Erklärung. Der Gregor Gysi, der ist ein... Regie, da ist doch irgendwas dazwischen gekommen. Ja, entschuldigen Sie, wir passen auf. Bitte sagen Sie es nochmal. Ja, danke, mach ich. Also ich meine, dass der Gregor Gysi, also der ist... Mir war es wichtig, an dieser Stelle einmal ganz deutlich Farbe zu bekennen. Terroristen haben im westafrikanischen Krisenstaat Burkina Faso Regierungsangaben zufolge mindestens 25 Menschen getötet. In Frankreich gibt es den dritten Protesttag gegen die Pensionsreform. Der britische Premier Rishi Sunak wird britischen Medien zufolge heute einen Umbau seines Kabinetts ankündigen. Österreichs Außenminister Schallenberg trifft US-Kollege Antony Blinken. Die FPÖ Österreich kündigt Klagen gegen Behauptungen an, dass sie bzw. Abgeordnete oder Funktionäre Geld aus Russland erhalten haben könnten. Warnstreiks bei der Post gehen weiter. In Brunsbüttel sind Montag die letzten Rohre für den Anschluss des LNG-Importterminals angekommen. Die deutsche AfD feiert ihr 10-jähriges Bestehen. Bundespräsident Steinmeier gedachte der Weißen Rose. Der Tagesspiegel berichtete, die niederländische Armee soll in die Bundeswehr integriert werden. Susanne, 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 ich bin Star-Projekt-Objekt. VOF de Küst, Susanne, auch die dann in der deutschen Armee. Die Berliner Zeitung berichtet, die letzte Generation blockierte den Verkehr in Berlin. Genannt wurden Sitzblockaden am Rathenauplatz, am ICC, am Messedamm und am Heckerdamm Kurt-Schumacher-Platz. Immer wieder unterhaltsam Karl Lauterbach. Ja, ich bin heute hier zu Gast. Er twitterte nach einem Einkauf bei Edeka. An der Supermarktkasse sah er Schnaps. Zitat: Über diese Art Regale an der Supermarktkasse muss gesprochen werden. Hier werden Menschen mit Alkoholkrankheit gezielt gefährdet. Das ist eine unethische Form der Werbung. Hitzig wurde diskutiert. Ein User schrieb: Blödsinn, die Supermärkte sind Wirtschaftsunternehmen und nicht Psychotherapeuten. Es gibt eine nicht delegierbare Verantwortung des Menschen für sich selbst. Es berichtet der Kölner Express. Wunderweib schreibt, Peter Kraus sei enttäuscht von Florian Silbereisen. Dieser würde zu viel Party, zu wenig Musik machen. Gelegenheit noch einmal in die progressive Hochkultur von Peter Kraus zu hören. Sugar, sugar, baby. Baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Oh, baby. Sei denn lieb zu mir. Auch wenn mir im Moment keine einfallen, bin ich doch überzeugt, dass Peter Kraus sein Leben lang Friedenslieder gerne gesungen hätte. Aber anlehnend an Karl Lauterbach, auch der Musikmarkt ist kein Psychotherapeut. Aus der Kultur, der Berliner Kurier schreibt, ein Kulturzentrum untersagt das Theaterstück Warten auf Godot. Grund, dort treten nur Männer auf. Das Ganze in der niederländischen Stadt Groningen. Na dann. Susanne, Susanne. Ich bin Star-Projekt-Objekt.
Warten auf Godot, ein Klassiker des Iren Samuel Beckett. Dieser hatte einst unter Androhung von gerichtlichen Verfügungen bestimmt, dass die Männerrollen in dem Stück nur von Männern gespielt werden dürfen. Vielleicht hatte er einen klugen Blick in die Zukunft. Er starb 1989. Nach Deutschland im Streit laut Spiegel Grünen-Chef Noripur und SPD-Fraktionschef Mützenich. Dieser fordert unglaubliche Dinge. Diplomatie statt totalem Krieg. In Diplomatie übt sich Olaf Scholz. Er überrascht laut Spiegel mit der Aussage, Wladimir Putin hat weder mir gedroht noch Deutschland. Der britische Premier Boris Johnson behauptete das für sich im Februar 2022, Russland hatte widersprochen. Scholz erklärte sich der Bild am Sonntag. Er vertieft in unseren Telefonaten, Zitat, werden unsere sehr unterschiedlichen Standpunkte auf den Krieg in der Ukraine sehr klar. Wachsen wir an unterschiedlichen Standpunkten. Das ist Demokratie. Vielleicht mal ein Fernsehtipp am Rande. Schauen Sie mal den Polizeiruf vom vergangenen Sonntag. Da spielt ein Schauspieler mit, der Olaf Scholz wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht. Auch eine sehr interessante Rolle. Ich, der ich künstlerische Arbeit wertschätze, gehe davon aus, dass es kein Zufall ist. Aber nun von der unerträglichen Kultur weg zu dem, was unsere Gesellschaft auszeichnet. Krieg. RIA Novosti meldet, ukrainische Soldaten beschädigen eigene Kriegsgeräte, um nicht an die Front geschickt zu werden. Man bezieht sich auf Zeugenaussagen von Gefangenen. Passiert soll das sein beim Frontabschnitt in Artyomovsk. Der frühere ukrainische Präsidentenberater Arestovich äußert sich zur militärischen Lage. Ukrainer Ru berichtet, Zitat, das Ende dieses Krieges wird vielleicht gar nicht so, wie wir es uns vor 3 Monaten nach der Operation in Cherson vorgestellt haben. Nicht etwa, weil die verräterischen Amerikaner keine Waffen liefern oder den Aufschub verzögern, sondern weil wir 400.000 perfekt ausgebildete Soldaten mit NATO-Waffen brauchen, um erfolgreich zu sein. Haben wir die? Nein. Werden wir sie im nächsten Jahr haben? Das werden wir nicht. Die Ausbildungskapazitäten reichen nicht aus. Aber das Unangenehmste ist, dass der Westen genauso denkt und wir sind völlig abhängig von ihm. Was sollte der Westen tun? Das Szenario der beiden Koreas? Schaffen sie ein Südkorea mit Garantien? Scheint ein kluges Bübchen zu sein, der Arestovich. Er formuliert auch das falsche Spiel des Westens. Ein Hinweis an alle die, die träumen, in der Ukraine würde irgendjemand an westliche Werte denken. Das sind vor allem westliche Politiker, die dort posieren. Der amtierende Gouverneur des Gebietes Cherson meldet sich zu Wort. Wladimir Saldo heißt der Mann. Die Bewohner der Stadt Cherson, hier sind die Russen abgezogen, die eine Rückkehr des ukrainischen Militärs erwartet hatten, sind von den Handlungen der Kiewer Regierung enttäuscht. Es herrscht Chaos, es gibt keine Hilfe. Etwa 28% der Bewohner der Vereinigten Staaten sind der Ansicht, dass der Umfang der Unterstützung Kiews durch die USA zu groß sei. Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup. Zu Wort meldet sich der ukrainische Verteidigungsminister Alexei Resnikow. Zitat, wir sind de facto ein NATO-Land. Und Grisou, der kleine Drache, wäre gerne Feuerwehrmann. Michael Potoljak, Berater des Leiters des ukrainischen Präsidentenbüros, teilt mit, Kiew ist gegen einen vorübergehenden Waffenstillstand. Polen macht Druck auf die Entscheidung zu Kampfjet-Lieferungen. Die tschechische Zeitung Lidové Noviny berichtet, bei der Lieferung westlicher Panzer an die Ukraine könnten logistische Schwierigkeiten auftreten. Genannt werden Munition, Treibstoff, Ersatzteile. Denis Puschilin, der amtierende Chef der Donetsker Volksrepublik, berichtet, etwa 1000 Zivilisten harren in den Kellern der umkämpften Stadt Ugledar aus. Ebenfalls wirft er vor, die Ukraine setzt bei Artyomovsk chemische Waffen ein. Diese hätten keine tödliche Wirkung, es berichtet Rossiya24. China hat zu einem sofortigen Stopp des Beschusses des Atomkraftwerks Saporosche aufgerufen. Das Ganze in einer Sitzung des Sicherheitsrats der UNO. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, wird diese Woche zu Gesprächen in Moskau erwartet. UN-Generalsekretär Antonio Guterres befürchtet eine Ausweitung des Ukraine-Kriegs, es berichtet der Live-Blog der Tagesschau. Zitat, ich befürchte, die Welt schlafwandelt nicht in einen größeren Krieg hinein. Ich befürchte, sie tut dies mit weit geöffneten Augen. Er erklärt sich in New York vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Die UN gibt bekannt, knapp 8 Millionen Ukrainer sind in Nachbarländer geflohen, die Tagesschau berichtet. Nicht erwähnen tut sie die Flüchtlingszahlen. Das größte Nachbarland der Ukraine ist Russland. Vielleicht hätte es den einen oder anderen Leser interessiert. Dafür gibt man Wahrscheinlichkeiten weiter. Der ukrainische Präsident Zelensky reist wahrscheinlich zum EU-Gipfel nach Brüssel. Tatsächlich gereist NATO-Generalsekretär Stoltenberg heute in die USA und die deutsche Bildungsministerin Stark-Watzinger. Die ist in Kiew. Wetter!
Wetter. Ruhiges, aber windiges Winterwetter in der nächsten Woche milder. Macht Alternative Music.